Damit herzlich willkommen zu einem neuen Video und damit herzlich willkommen zu Rainbow Friends, Leute. Und heute habe ich was Spezielles vor, und zwar zwei Dinge: Geld ausgeben und sterben. Und das tue ich für euch, meine lieben Leute. Und zwar will ich euch heute alle Jumpscares zeigen, die wir in Rainbow Friends abbekommen können. Angefangen von Blue bis zu Yellow über Cyan, Leute, werde ich euch alle Jumpscares zeigen. Bleibt auf jeden Fall dran, um die Jumpscares nicht zu verpassen, Leute. Lasst einen Daumen und ein Abo da. Und wir gehen direkt mal rein und gucken mal. Und ich habe genug Robux eingesammelt. Wir fangen direkt mit ihm an. Warum sollen wir mit Blue anfangen? Wir fangen direkt mit ihm an. Was passiert, wenn Yellow uns findet? Naja, wir wissen, dass er uns in sein Nest fliegt. Aber ich weiß nicht, was er dann im Nest macht. Er hat mich noch nie aufgegessen. Doch, stimmt gar nicht. Er hat mich einmal schon aufgegessen. Alright, so, wir hüpfen nirgends raus oder so, ja, sondern wir gehen hier ins Nest und... Oh, es sieht so aus, als hätte er unseren Kopf abgebissen. Blue, guten Tag. Mit dir machen wir direkt mal weiter, mein Freund. Blue, komm her. Blue? 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 Hallo? Blue? Geht es Ihnen nicht gut, Blue? Oh, ey, Blue ging's gerade gar nicht gut, Leute. Habt ihr das gesehen? Ihm ging's gar nicht gut. Okay, wir respawnen wieder. Wir geben wieder hier 20 Diamanten aus. Wir haben ja genug. Oh, aber Blue, jetzt möchte ich nicht nochmal von dir gefressen werden, ne? Jetzt möchte ich nicht nochmal von dir gefressen werden. Ich will auch unbedingt am Ende wissen, was passiert, wenn wir die Bahn fahren und wir da dann nicht abbiegen, wie da die Jumpscares aussehen. Aber das schauen wir uns dann auch noch in aller Ruhe an. Ich habe ja schon ein paar Gaskanister. Die kann ich ja sammeln. Oh, guck mal hier. Green, der kann mich direkt mal einrollen hier mit seinem Arm. Oder wir chillen einfach neben ihm. Können wir auch. Okay, ich dachte irgendwie, der hätte einen anderen Soundeffekt. Aber das habe ich mir wohl nur eingebildet. Alright, Leute, das waren zumindest schon mal die drei Jumpscares. Cyan haben wir noch nicht, weil wir die Runde noch nicht haben. Das heißt, wir sammeln jetzt hier erstmal ganz, ganz genüsslich alle Gaskanister ein. Während der quietschende, vor sich hin sabbernde Green mir entgegenkommt, wo es kreucht und fleucht, da befindet sich auch Green. Das müsst ihr euch immer mal merken. Bis jetzt finde ich den Jumpscare von Yellow eigentlich am besten. Aber das liegt wahrscheinlich daran, dass wir die Jumpscares von Blue und von Green ja schon kennen. Ich dachte, wie gesagt, bei Green wäre ein bisschen mehr Soundeffekt dabei. Aber gut, ich meine, ich kann mich auch täuschen. Oh, Blue ist etwas dumm. Blue, alles gut bei dir? Da komme ich jetzt nicht mehr raus, oder? Hm. Das kostet doch mal 20 Diamanten. Was passiert denn, wenn Purple uns einsackt? Ich hatte noch nie einen Jumpscare hier von Purple. Purple, wo bist denn du? Purple, komm mal her. Komm mal her. Oh, er zieht uns nach unten. Okay, krass, er zieht uns einfach runter. Ich hätte vielleicht gedacht, dass das irgendwie ein bisschen anders ist. Aber okay, gut. Ich weiß auch nicht wie, aber irgendwie anders halt. Ich dachte, vielleicht hat er da unten irgendwie 50 Schächte oder so und gammelt da rum. So, warte mal. Wir brauchen noch ein paar Gaskanister hier. Ich habe noch nicht alle. Ey, dass Blue immer kommen muss hier, wenn ich hier gerade dabei bin, alles einzusammeln. Das gibt's einfach nicht. Wie er da um sein Schloss immer umher kriecht. Auch auf den Jumpscare von Cyan bin ich gespannt. Der hat mich nämlich auch noch nie weggeholt. Da bin ich auch gespannt. Also er und Purple sind mir komplett neu. So, schauen wir mal, ob hier irgendwo was steht. Hier hinten, glaube ich, ist auch nie was. Also wenn dann müsste das hier vorne stehen, meine ich. Aber hier ist nichts. Nö, hier ist nichts. Okay, gut. Dann schauen wir noch weiter. Aber wo könnte das Ding denn sein? Ich war doch jetzt eigentlich überall. Ach, Green, come on, ey. Ich gehe hier einfach rein. So, hier unten rein. So, und hier bleibe ich jetzt. Ewig und drei Tage am Koten und ich werde nie wieder rauskommen. Warum muss Blue eigentlich immer da reingehen? Ich glaube, dass er auch gern Kart fährt. Ist auch nicht so gut für deinen Rücken, wenn du immer dich in diese Kart-Autos reinzwängst. Ich hatte schon einen Jumpscare. Ich will nicht nochmal einen von dir. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr am besten findet. Also außer mich natürlich, das weiß ich. Alright, jetzt sollte er eigentlich Cyan da sein. So, und den möchte ich jetzt auch noch einmal... Ahaha, bitte nicht. Da ist Cyan. Da hinten ist Cyan. Cyan, komm her. Komm bitte her. Ich möchte nur den Jumpscare von dir. Nur von dir. Und nur von dir. Wirklich nur von dir. Ich bin eigentlich lebensmüde. Ich laufe hier rum. Oh, Blue, nein. Lass es. Cyan hat ja auch die Mechanik. Wenn ich mich verstecke in der Kiste, ist es sowieso zu spät. Oh, er beißt mich einfach. Oh, er hat mich einfach gebissen. Ja gut, jetzt ist dumm. So ist natürlich dumm. Oh mein Gott. Oh, jetzt hat Blue mich bekommen. Das ist ja der reinste Jumpscare-Horror heute. Okay, Leute, jetzt schauen wir uns noch den letzten Jumpscare an, und zwar von Orange. Ich vermute mal, die anderen Jumpscares sind wahrscheinlich die gleichen, aber den Orange-Jumpscare haben wir noch nicht gesehen. Und den will ich unbedingt jetzt hier mal sehen in Chapter 2. Der wird wahrscheinlich genauso sein wie in Chapter 1, aber vielleicht ein bisschen anders, wenn wir in diesem Wägelchen drin sitzen. Wir probieren es einfach mal aus und wir gucken mal. Wir sind gespannt. Guckt mal, er hat so Hunger, aber ich bin so glücklich, dass ich ihm den Wunsch jetzt erfüllen kann. Ich weiß ja gar nicht, wie lange der in dieser Höhle war. Das müsst ihr euch ja auch mal geben. Der ist ewig und drei Tage in dieser Höhle.
Stelle, kriegt nichts zu essen, der arme Kerl. Und jetzt komme ich, voller Tatendrang, grinse wie ein Honigkuchenpferd, nur weil ich weiß, dass ich gleich aufgegessen werde. Aber zuvor gibt's noch einmal richtigen Magendreher. Und jetzt fahren wir ganz entspannend nach vorne und... Okay, kann ich mich jetzt beleben? Kann ich mich jetzt beleben? Respawn nicht verfügbar. Du hast bis zum Finale überlebt. Spiel nochmal. Alright, das war der Jumpscare von Orange. Genauso wie in Chapter 1. Ja, Freunde, das war's jetzt mit dem Video. Ich habe euch jetzt alle Jumpscares in Chapter 2 gezeigt, Leute. Falls ich irgendwas übersehen habe, lasst mich gerne in den Kommentaren wissen. Aber ich glaube, das war's. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen und ein Abo da. Wir sehen uns im nächsten Video, Leute. Danke fürs Zuschauen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Und ciao.